Besser. Deine To-Do-Liste, wir haben 14 Uhr, halb drei und du hast noch gar nichts gemacht. Ja! Ja! Heute ist der vierte Tag ohne meinen Freund und ich habe gefühlt gar nichts gemacht. Also, halt. Ja, ich bin irgendwie nicht motiviert jetzt, wo der weg ist. Ich bin in ein Loch. Nein, aber irgendwie mache ich echt nichts. Ja, aber gestern war ich beim Pole-Dance wenigstens. Kann auch sein. Aber heute geht's, ne? Nicht wirklich. Nein? Oh. Ich habe Sachen bestellt bei Amazon. Es ist noch nicht alles angekommen, aber ein paar Sachen sind jetzt schon mal angekommen. Einmal habe ich so Charms bestellt für Nägel. Und die sehen eigentlich echt gut aus. Kann man jetzt nicht alle so gut erkennen, aber das sind auf jeden Fall verschiedene. Dann, Leute, ich möchte meinen Freund überraschen, habe ich XXL-Ballons bestellt. Wie sollen wir die gerade aufpusten und zubinden? Vor allem, guck mal, wie groß die Öffnung da ist. Das ist so groß wie manche Ballons. Diese Öffnung zum Dingsen. Die sind auf jeden Fall riesig, diese Ballons. Schneid das bitte raus. Naja, die sind riesig. Die haben ein... Die kommen aus Polska. Die haben einen Durchmesser von, ich glaube, wie viel war das nochmal? 90 cm. Groß, auf jeden Fall. Groß. Und ich habe nicht nur die bestellt, ich habe noch 500 Stück bestellt, andere. Und die, hoffentlich kommen die noch rechtzeitig an, weil am Sonntag kommt er wieder. Das heißt, am Samstag muss ich schon alles vorbereiten. Und da stand auf jeden Fall, bis spätestens Samstag sollen die ankommen. Deswegen. Ich muss übrigens Samstag arbeiten, also ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ansonsten muss ich 3 Tage da sein, alle Ballons aufpusten. Ja. Und jetzt noch eine Sache, und zwar ein Katzenspielzeug. Kein Video ohne Katzenspielzeug. Wie ich das Haare wachsen, wie voll schnell nach, habe ich das Gefühl. Amateur, also ich. Nein. Okay. Komm hier. Oh. Der Teppich ist eklig. Oh, Rocky. Jetzt aus wie eine Siamkatze. Ein bisschen. Nicht mehr wie eine heilige Birne. Ich glaube, ich muss dieses Spielzeug zurückschicken. Micha interessiert sich viel mehr für den Karton. War ja klar. Mando. Also Kerstin und ich haben ja gestern diese große Bestellung gemacht. Kerstin hat sich auch neue Nägel bestellt, weil Kerstin klebt sich ja immer die Nägel. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich Kerstin auch mal die Nägel machen möchte. Und diese Charms jetzt waren irgendwie so ein bisschen der Aufhänger dazu. Irgendwie der ganze Tag war ganz anders geplant. Kerstin wird jetzt auch eigentlich schlafen gehen. Ich werde mir jetzt noch ein paar Sachen bestellen, weil ich finde die bei Amazon viel zu teuer. Und deswegen bestellen wir heute bei AliExpress. So, du weißt, dass ich bei ihr gerade bestellt habe. Ach so, ja. Scheiße, ich muss mein Lipgloss auftragen. Und zwar könnt ihr hier in Kerstins Account sehen, dass sie gestern ja wie gesagt bei Shein bestellt hat, ihre Nägel. Und 1,77 Cashback dafür schon mal vorgemerkt ist. Für alle, die Igral nicht kennen, das ist ein Cashback-Anbieter. Ich habe das Ganze genauso wie Kerstin als App auf dem Handy. Übrigens, nice to know. Dadurch, dass sie über mich sich auch angemeldet hat, kann ich auch von ihren, sag ich mal, Umsätzen Cashback generieren. Also nicht nur das, was ich einkaufe, sondern auch über sie. Ihr seht hier aktuell bei mir oben in der Ecke, ich bin schon bei 50 Euro. Das ist aber natürlich nicht alles. Hier seht ihr, dass ich einmal schon über 100 Euro und einmal 80 Euro mir habe auszahlen lassen. Das heißt, insgesamt seht ihr, hier habe ich schon über 200 Euro mit Igral an Geld einfach zurückbekommen seit meiner Anmeldung. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich mache das ja jetzt auch. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr geht hier einmal auf Lieblingsshops und dann seht ihr hier alle möglichen Shops, wo ihr etwas bestellen könnt. Und ich gehe jetzt, in meinem Fall oben suche ich jetzt, beziehungsweise in der Mitte hier suche ich jetzt mal nach AliExpress. Und dann seht ihr hier, AliExpress hat aktuell 3% Cashback. Das Ganze wird jetzt hier einmal aktiviert, ihr werdet weitergeleitet. Also ich möchte ganz schön viele verschiedene Sachen haben, sei es Sticker, sei es Charms. Ich muss gucken, was ich bestelle. Und wenn ich fertig bin, Bestellung sehen wir uns wieder. Also meine Bestellung ist jetzt fertig und das sind richtig coole Sachen. Diese Puschel, auch so voll die auffälligen Sachen. Insgesamt sind es jetzt 47,52 Euro. Kann sein, dass ich jetzt 6 Wochen warten muss oder so. Jetzt gehen wir mal zurück auf Igral. Hier steht dann, dass es einen Tag dauert, bis der Cashback vorgemerkt wird. Dann gehe ich auf alles klar. Also, das heißt, ihr shoppt ganz normal und kriegt einfach Geld zurück.
Was gibt es Besseres? Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut mal in die Infobox. Da ist auf jeden Fall der Link. Die Registrierung ist kostenlos und ihr bekommt nur durch meinen Link 10 Euro Startguthaben statt 5. Man kann sich das Ganze ab 20 Euro auszahlen lassen. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir schon mal 105 und einmal 87 Euro oder so auszahlen lassen. Und das einfach nur, weil ich genau die Sachen kaufe, die ich sonst auch kaufe. Ich habe Reisen damit schon gebucht, bei Lieferando Essen bestellt, Klamotten bestellt, alles mögliche jetzt bei AliExpress, habt ihr ja gesehen. Über 1700 Partnershops. Also wenn ihr denn jetzt auch bares Geld zurückhaben möchtet, dann ladet euch auf jeden Fall egal runter. Ich habe jetzt meine Bestellung getätigt und jetzt würde ich sagen, gehen wir an deine Nails. Yeah. Right? Yeah. Und ich freue mich schon, weil ich will jetzt Kerstin so Nägel machen, die so ein bisschen cutie, ein bisschen girly sind, weil sowas mag ich bei mir nicht, weil ich mag immer so Savage-Nägel. Jetzt habe ich langweilige Nägel, aber auch die haben irgendwie was im Endeffekt. Ich bin das neue Schlafen aus dem Schlaf. Okay. Wir waren gerade einkaufen und ich habe super gefilmt. Nicht. Das habe ich gekauft. Wir haben ein bisschen ungesund eingekauft heute, aber wir wollen uns doch was gönnen. Aber ich mache Akroschka, dementsprechend ist da, denke ich, die Ernährung wieder ganz gut. Radieschen. Dann habe ich mir mal diese Chips hier mitgenommen. Ich probiere die mal. Die hat Kerstin sich genommen. Dann neuen Kaffee. Ich habe mir auch letztens drei neue Sirup-Dinger da geholt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Ich glaube nämlich nicht. Einmal Zimt. Habe ich auch schon probiert. Lecker. Dann dahinter Macadamia. Das ist voll der Dupe, wird das zu diesem Alpro Mandelkaffee. Und dahinter ist noch Vanille. Jetzt habe ich noch ein neues Kaffee, weil das ist fast leer. Macht es eigentlich bei Kaffee irgendeinen Unterschied, was für einen man holt? Ich habe jetzt einfach die günstigsten von Kaufland geholt. Dann Eier, aber nicht für die Akroschka. Die mache ich ohne Eier, weil die Akroschka wird vegan. Das ist für Kerstin einmal und die andere Hälfte ist für, sag ich euch jetzt gleich, für Kerstin Käse. Dann hier für die Akroschka einmal Creme Vega. Dann haben wir hier Energies Plus, einmal Moloko Blaubeere zum Probieren. Dann Kartoffel für Akroschka. Hallo. Hallo. Dann haben wir einen Standventilator geholt, weil ich mache ja gerne Nägel und es wird sonst viel so heiß. Und zu guter Letzt, don't judge me please. Ich bin keine gute Bäckerin, Köchin, whatever. Deswegen eine Backmischung. Er liebt Zitronenkuchen, deswegen mache ich einen Zitronenkuchen für ihn. Und ich habe diesen Stift hier geholt, dass man da noch was draufschreiben kann. Ich weiß noch nicht was. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Arschloch. Einfach für diese Sachen plus das 45 Euro. Kennt ihr den? Das war das günstigste für 70 Cent. Achso, ja, und dementsprechend... Hallo, Claude! Nein! Was macht er? Ja, wollt er gerade pissen, oder was? Ja, wollte gerade kacken. Schwör? Okay, so nicht, vor allen Dingen nicht in meine Küche, Arschloch. Also, ich bin jetzt hier auf meinem Arbeitsplatz. Wer weiß, vielleicht mache ich hier wirklich irgendwann einen Arbeitsplatz. Ich habe viele Anfragen, dass ich Nägel für andere Leute machen soll. Sollst du? Ja, extrem viele. Echt? Ja. Ach, krass. Aber nicht so ganz. Ich habe einmal in meinem Leben jemand anderen die Nägel gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, wie es wird. Aber ich denke mal, ich werde nicht wirklich viel feilen. Deswegen, das Feilen ist halt das Problematischste. Deswegen bin ich auch aus meinem Nagelstudio weggegangen. Weil die mir immer alles blutig gefeilt hat. Vor allem, dann brauche ich aber auch so ein Ding, wo du deine Hand so drauf machen kannst. So ein Plüsch. Ein Plüsch. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das brauche ich eigentlich. Ein Karton. Schön. Auf jeden Fall, ich weiß noch nichts. Deswegen tschüss. Also Leute, ich bin richtig im Film. Ich bin todeskonzentriert. Wir wollten eigentlich was gucken, aber ich bin so konzentriert, das bringt nichts. Ich mache gerade bei ihr den Aufbau. Das Witzige ist, ich habe bei mir diese Hand mit Aufbau gemacht, das sieht man auch unten, wie die Nägel aussehen. Und diese Hand habe ich ohne Aufbau gemacht, da sieht man auch den Farbunterschied. Weil ich es einfach mal testen wollte, weil Vika meinte, dass sie, wenn sie normale Farbe drauf macht, keinen Aufbau macht. Und das hat mir so viel Zeit erspart, indem ich das hier nicht gemacht habe. Ich mache bei ihr jetzt das Mittelding, ich mache eine Schicht Aufbau. Das Ding ist, ich weiß ja nicht mal selber, ich habe mir das einfach alles von Vanessa erklären lassen, aber wie genau, wie, was am besten gemacht wird, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch keine Schulung und nichts gemacht. Und was würdest du sagen, wie mache ich mich bis jetzt? Ganz gut. Ich würde sagen, du bist noch sehr vorsichtig. Ich habe vorhin mit dem einen Bit gemerkt, du wurdest von Finger zu Finger selbstbewusster. Selbstbewusster. Ja, dass du ein bisschen selbstsicherer auch wurdest. Ja. Und weniger vorsichtig, aber trotzdem darauf bedacht, was du halt tust. Ich glaube, wenn ich echt so Nageldesignerin werden würde... Du wärst eine übertriebene Perfektionistin. Ja. Aber Leute, keine Anfragen, Leute. Beruhigt euch wieder. Ich mache das jetzt einfach, um es mal zu testen, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals... Erstens, ich habe keine Zeit, zweitens, ich habe keinen Bock. Wir nehmen jetzt mittlerweile das Nackenröllchen als Dings. Also Leute, ich habe mir selber noch nicht so richtig genau angeguckt, weil ich die ganze Zeit so vertieft in die Arbeit war. Also ich habe es noch nicht angeguckt im Sinne von so, here I am, die Hand ist fertig. Aber ich glaube, dass es richtig geil geworden ist. Also eine Hand ist jetzt fertig.
Wir sitzen jetzt circa 3 Stunden dran. Und, hast du hingekriegt? Ja. Ja, lass mich noch mal kurz drüber fahren an anderen Stellen. Ich muss mir das jetzt vernünftig angucken. Ah, ich hätte schon. Also die würde ich sogar echt tragen. Weil ich wollte ja eigentlich was bei dir machen, was ich sonst nicht habe. So girly-mäßig oder keine Ahnung, aber die sehen geil aus. Also wir machen mit dem Licht. Mit dem Licht? Ich will so mit der Kurs. Wow! Schön! Wow. Zeig mal andere Hand. Also Leute, ich find's schön. Und das Ding ist, Leute, andere Hand. Das Ding ist, wir probieren's jetzt. Wenn's nichts wird, wird nichts. Aber ich fänd's auch geil, wenn die andere Hand genauso ist wie die. Ich spoiler noch nicht. Die ersten Dinge sind fertig. Habe ich schon fertig gezeigt beim Vlog? Nein. Ich esse jetzt Akroschka. Übrigens, folgt mir auf Instagram. Kleine Schleichwerbung. Ich habe schöne Fotos gepostet. Ich esse jetzt Akroschka. Kerstin mag's nicht. Nee. Hier sind unsere Tiere. Und Nails. Ja, genau. Also die Dinge sind irgendwie ein bisschen fett geworden. Hier hat sie eine kleine Verletzung, aber das hat sie schon vorher gehabt. Also das war nicht Erika. Erika hat super gemacht. Ich habe dich tatsächlich nicht verletzt. Nein, hast du super gemacht. Ist gut. Und ich weiß auch nicht, welche Hand ich schöner finde. Und dieses Design hätte ich eigentlich bei mir benutzt. Benutzt vor allem. Hätte ich eigentlich bei mir im Endeffekt wahrscheinlich gemacht. Nicht genau das, aber... Ja, kommt drauf an, was mir in dem Moment in den Kopf gekommen wäre. Aber ich wollte halt mit diesen Farben arbeiten und ich wollte so einen Verlauf haben. Aber ich weiß nichts. Und da hatte ich keine Zeit, deswegen habe ich das gemacht. Ist aber auch schön. Und so, kannst du dich entscheiden, welche Hand du besser findest? Nein, ich finde beide übertrieben geil. Vor allem, weil aus Zufall irgendwie hier die Orange ist, ne? Und ich habe hier das Erdmännchen. Mhm. Weil Wüste und so. Ja. Finde ich ganz witzig. Ich finde beide super schön. Ich kann mich nicht entscheiden, was besser ist. Was rauchen wir? Und Leute, die Akroschka ist so lecker geworden. Also offiziell ist Akroschka Season eröffnet. Gefühlt schon seit 3 Monaten, aber... Heute? Ich habe seit Wochen schon Leute mit Akroschka auf TikTok gemischt. Heute ist Krebsanfang. Also Cancer Season. Und damit auch offiziell Summertime. Deswegen leite ich auch heute Akroschka Season ein. Wir gucken noch unsere Serie eventuell zu Ende, wenn wir es schaffen sollten. Wenn ich es einschaffe? Ja, ansonsten vielleicht 2 Folgen oder so. Und vor allen Dingen, ich kann ja auch nicht mal ohne dich weitergucken, weil du hast es ja auch noch nicht gesehen. Ja. Aber ich meine, das hat sich bei Temptation Island ja auch nicht gestört. Nee, hat es auch nicht, weil ich wusste ganz genau, dass wir das nicht weiter zusammen gucken werden. Ich habe auch nicht gewartet. Schwör? Schwör. Ja, jetzt kannst du aber in einem Rutsch alles durchgucken. Das ist schön. Guck mal, wie klein der jetzt ist. Ohne sein Fell. Aber dem geht's gut. Oh, doch nicht. Dem geht's gut. Außer, dass er wieder hungrig ist, wie immer. Und sich überfrisst und dann kotzt. Genau. Ja, das Ding ist, Leute, wir wissen jetzt, Scheren war eigentlich umsonst. Oder vielleicht auch nicht. Weiß man nicht genau. Aber der Typ gaut nicht, sondern schob alles runter direkt. Ich weiß nicht, warum, ob er jetzt plötzlich Futterneid hat oder keine Ahnung, man weiß es nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ja, und dann, wenn er so schnell ist, dann kotzt alles wieder aus. Guck mal bitte, wie klein Misha aussieht. Ja, vorher hat Misha, sah der doppelt so groß aus wie auch. Ja. Das sieht man auch, dass Misha einfach so dünn ist. Okay, lecker. Ich weiß, wie man einen Kopf macht. Braut. Oh. Ich habe meinen Meister selbst gelernt. Mmh. Wer ist denn der Meister? Ja, du schon mal nicht, einfach. Arschloch. Hello, it's the next morning. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ah. Ich glaube, Kerstin weiß noch gar nichts von ihrem Glück. 2 neue Zahnbürsten. Ich warte, bis Kerstin irgendwann aufsteht, wach wird. Dann mache ich hier noch einen Großputz, weil... Habe ich immer noch nicht gemacht, geht nichts. Ja, da ich die letzten Tage nicht geschissen bekommen habe, hier aufzuräumen, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, was so alles gemacht werden muss und mache jetzt einen Haushaltsplan. Lang ist es her, dass ich den letzten Haushaltsplan hatte. Der war aber auch nicht auf meinen Mist gewachsen und super unrealistisch. Deswegen machen wir jetzt hier einen realistischen Haushaltsplan. Für Kerstin und mich, wir wollten das eigentlich schon vor Monaten machen. Ups, haben es aber nicht gemacht. Ich will sowieso so am besten so eine Magnetwand haben, wo man das immer so abwischen kann mit Edding und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Aber vorübergehend mache ich es erstmal so. Ich bin echt eine richtige Flasche, Alter, wenn ich das heute nicht mache. Ich werde heute die ganze Wohnung putzen. Komme, was wolle. Ich will, dass hier gleich alles ordentlich ist. Also, so sieht der Spaß jetzt erstmal aus. Wir haben uns gerade da abgesprochen. Sie ist ja gerade auf der Arbeit, aber wir haben kommuniziert über
eine Sache, die gibt es seit einer gewissen Zeit, die heißt WhatsApp. Da haben wir uns abgesprochen. Und zwar passt es bei mir halt eher unter der Woche, so Mittwoch, Donnerstag. Hab jetzt einfach mal bei Donnerstag aufgeschrieben, bei Kerstin, weil ich bin halt, am Wochenende bin ich nie zu Hause. Bei ihr passt es dann eher natürlich am Wochenende, weil sie unter der Woche immer arbeitet. Deswegen habe ich bei ihr Samstag eingetragen, stellvertretend für Samstag, Sonntag, beziehungsweise ganze Wochenende. Ich glaube, es gibt mit Abstand niemanden, der sich hässlicher auf YouTube zeigt als ich. Aber ist egal. Wir machen die ganzen Sachen spätestens einmal in der Woche, weil wir sind halt beide auch super busy. Aber natürlich werden Sachen wie Küche aufräumen und sowas, also wenn wir jetzt jeden Tag kochen zum Beispiel, werden natürlich nicht die ganzen Sachen da gestapelt und gesammelt, bis dann dieser Tag der Woche kommt, wo wir das erledigen. Nein, sowas macht man natürlich immer sofort sauber. Aber falls alle Stricke reißen und es mal nicht klappt, dass mindestens einmal die Woche auf jeden Fall gemacht wird. Und das machen wir dann abwechselnd. Eine Woche ich, eine Woche sie. Aber wie gesagt, auch unter der Woche, beziehungsweise die ganze Zeit über natürlich lassen wir nicht alles hier vor sich hin vegetieren, sondern räumen die ganze Zeit hinter uns her. Und die Klausel besagt, habe ich mir ausgelegt, weil ich habe ausgelegt? Habe ich mir ausgedacht, weil ich habe IQ. Wenn wir es nicht geschissen bekommen sollten, dass ich Mittwoch, Donnerstag meinen Part erledige oder sie Samstag, Sonntag ihren Part erledigt, werde ich eine Spardose holen und dann müssen wir 10 Euro reintun, wenn wir das nicht hinkriegen. Und da müssen wir auch gegenseitig uns dann ermahnen und triezen und sagen, du weißt schon, 10 Euro kommen da rein, ne? Und vergiss nicht, die 10 Euro reinzutun. Und dann kann man sich am Ende des Monats oder keine Ahnung wann, kann man dann davon einen Einkauf bezahlen oder sich irgendwas Cooles gönnen oder vielleicht was unternehmen, mal ins Kino gehen oder keine Ahnung. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das würde uns vielleicht ein bisschen motivieren, dass wir auch wirklich hinterher sind und die Sachen machen. Und falls nicht, kommt ja auch trotzdem was Gutes bei raus. Aber nur weil wir das an dem Tag nicht gemacht haben und 10 Euro reintun müssen, heißt es nicht, dass wir dann die Sachen gar nicht mehr machen müssen. Natürlich müssen wir das dann trotzdem noch machen, ist ja klar. Ja, mal gucken, wie das so klappt. Wir probieren es jetzt erstmal ein paar Wochen. Und ich werde berichten. Ich werde euch updaten. Und heute ist ja Donnerstag. Übrigens, mein Freund kommt am Sonntag zurück. Also, ich habe es fast geschafft. Und ich habe gefühlt nichts gemacht in der Zeit. Ich bin echt in so einem Loch irgendwie. Aber nicht, weil er weg ist oder so. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich gammel einfach die ganze Zeit. Vielleicht habe ich das auch gebraucht. Einfach mal die ganze Zeit nichts tun. Und hier vergammeln. Ich weiß nicht. Heute sollte auch später noch ein Paket ankommen. Und zwar ein Shein-Paket. Leider nicht Kerstins Paket. Sondern, ja, eigentlich schon auch für Kerstin, aber nicht das, was sie bestellt hat jetzt bei Igral, sondern, also über Igral, sondern ein anderes Paket. Jetzt kommt ein extra Video. Ich werde jetzt alles machen, weil heute ist Donnerstag. Ich werde alles heute machen und mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Wir haben jetzt 3:30. Yeah. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Also wenn ich wirklich Gas gebe, sollte ich nicht länger als 2,5 Stunden dafür brauchen, würde ich mal sagen, für die ganze Wohnung. Oder Rocky, was sagst du dazu? Hallo. Ah, und das Neueste wisst ihr ja noch gar nicht. Es ist eine Unwetterwarnung für Deutschland. Und Köln-Bonn soll wohl relativ stark betroffen sein. Bei uns hier soll 50-50% weiß man nichts. In der Wetter-App steht einfach die ganze Zeit nur Regen. Wäre nicht sagen, ne? Aber die Wäsche, die ich gerade erst hingetan habe, ist komplett plitschnass. Zwei Sachen sind noch runtergefallen. Die kann ich jetzt vergessen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Wind seht, aber es ist heftig am Regnen und es ist windig. Ich habe auch schon gehört, draußen sind dafür ein paar Sachen rumgeflogen. Ich bin hier weiter fleißig am Putzen. Ich bin jetzt hier auch komplett fertig. Also ich muss nur noch den Tisch sauber machen. Ich denke, ihr hört es auch. Vor allen Dingen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kerstin. Die sollen mal schnell nach Hause kommen. Die sollen einfach den Dingens dazu machen, weil jetzt kommt eh keiner einkaufen. Die sollen einfach nach Hause kommen und ich habe auch noch kein Netz. Ich habe hier auch meine Bettwäsche runtergemacht. Das muss ich halt noch alles aufräumen. Hier noch Boden putzen, hier noch Boden putzen, das Bad putzen. Leute, das dauert so scheiße lange, diese 80 Quadratmeter Wohnung sauber zu machen. Das nervt so. Ich will nichts sagen, aber ich bin fertig. Die Bettwäsche habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr ausgepackt, weil ich die eigentlich nicht mag, aber die andere habe ich jetzt waschen gestellt. Da ist das Schienenpaket, wovon ich gesprochen habe, das ist angekommen. Den Karton lasse ich erstmal hier, weil ich Wäsche aussortiere. Das kommt in Altkleider. Dann hier ist auch alles sauber. Spiegel habe ich auch geputzt. Hier ist auch alles sauber. Ich lieb's doch, wenn es so sauber ist. So, und jetzt habe ich hier den Haushaltsplan hingeklebt. Und ich dachte mir, wenn wir fertig sind, können wir hier so einen Stern aufkleben. Ich finde, das wirkt noch mal ein bisschen motivierender. So, dann weiß ich, ich habe diese Woche gemacht. Finde ich gut, diese Idee, oder nicht? Oh, ich bin echt fix und fertig, ich esse gleich Akroschka. Hier sind zwei Pakete angekommen, for me.
packe ich jetzt mal noch schnell bei euch aus. Und gleich gehe ich auf jeden Fall duschen, weil ich klebe überall, ich schwitze überall. Ich habe jetzt, boah, lange geputzt. Was für 2,5 Stunden, wann habe ich angefangen? 15:30 Uhr? Oh nein, ich glaube, es fängt wieder an. 15:30 Uhr, ich glaube, wir haben gleich schon 20 Uhr. Also 16:30 Uhr, 17:30 Uhr, 18:30 Uhr, 19:30 Uhr. Ungefähr 4 Stunden habe ich gebraucht. Meine Katzen sind übrigens gerade im Bad. Bad habe ich natürlich auch gemacht. So, was haben wir denn hier? Ah! Ich habe mir Henna bestellt. Das wollte ich schon so lange. Ich werde mir bald Freckles mit Henna machen. Kerstin hat wohl schon voll viele Komplimente bekommen. Anscheinend zu ihren Nägeln heute. Und da hat sogar eine sie wohl gefragt, ob ich, wie viel das kosten würde oder was das gekostet hat oder keine Ahnung. Und wenn sie zu mir kommen würde, wie viel es kosten würde. Girl. Ich mache keine Nägel. Ich mache keine Nägel. First things first, ich hatte kein Nagelhaut-Zurückschiebegerät mehr. Habe ich bestellt. Wow! Okay, die sind schön. Mann, die hätte ich gestern gebrauchen können. Für das Nail Art, was ich gestern gemacht habe. Also die sehen auf jeden Fall echt schön aus. Da sind auch viele verschiedene. Und ich hatte es eigentlich wegen den Schmetterlingen bestellt. Aber schaut doch mal die hier. Wow! Und ich habe mir Full Cover Stiletto Tipps bestellt. Keine Ahnung, wie die sind, weil bisher habe ich ja immer nur die getragen, die mir von Anfang an Vanessa empfohlen hat. Ich habe ein Video, wo ich komplett meine Nägel gemacht habe. Das kann ich euch in der Infobox verlinken. Und da habe ich auch alles verlinkt, was ich benutze. Da bin ich selber nochmal drauf, auf den Link. Oh mein Gott! Boah, Leute, guckt euch mal an, wie lang die sind. Oh mein Gott! Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf so richtig Arm in your face. Aber die sind echt sehr lang. Also Spitze müssen immer ein bisschen länger sein, finde ich. Aber man kann die ja noch ein bisschen kürzen, wie gesagt. Natürlich müssen die auch gut sein. Aber ich sehe gerade, die sind von innen nicht angeraut. Das wird, glaube ich, ein Problem. Ah ja, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich die innen anrauen soll. Falls ihr da Tipps habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Das kann ich aber nur machen, wenn ich Urlaub habe. Das nächste Mal habe ich im September 2 Wochen Urlaub und dann mache ich so. Ich bin fertig mit Aufräumen, ich bin so glücklich. Habe ich euch jetzt gezeigt, wie es aufgeräumt aussah? Ja, ne? Und zwar, hängt hier jetzt der Plan? Ja. Yeah. Und wenn du alle Sachen erfolgreich absolviert hast, kannst du einen Sticker aufkleben. Okay. Heißt, wir müssen jede Woche diesen Plan neu machen? Nein. Doch. Nein, du klebst den Sticker einfach da drunter. Ja, aber irgendwann ist der Plan voll. Ja, das dauert aber ein paar Wochen. Arschloch. Ich meine, du kannst ja den Sticker auch, falls du es zum Beispiel dann am Sonntag gemacht hast, mal am Sonntag aufkleben oder so, den Sticker. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe die Spülmaschine eingeräumt und also gemacht und ausgeräumt. Mhm. Hier, der Grill ist hier bei Regen. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Bitte. Jetzt regelmäßig. Ja, das wäre schön, weil wir leben ein bisschen wie Banner. Die eine Zahnbürste Gold? Ja. Nein, die ist Gold. Nur Gold. Gold. Eine Silber, eine Gold. Extra Plug Control. Ja. Genau, die Sticker tue ich hier unten rein, okay? Okay. Ich wurde heute auf der Arbeit 3 Mal angesprochen. Drei? Mein Chef, ein Busfahrer und, nee, dann 4 Mal. Also mein Chef, der war total verwirrt. Er sagt, das ist ja voll besonders, dass man, das sieht man nicht oft. Ich so, das ist mittlerweile bei Nageldesigner normal. So, eine Hand so. Mhm. Machen mittlerweile super viele Leute. Ja. Dann habe ich mir auch gesagt, guck mal, wenn du genau drauf guckst, siehst du, Ringfinger gleich, Mittelfinger gleich, Zeigefinger gleich. Der so, der war richtig interessiert. Der Busfahrer gibt mir so das Wechselgeld, der so, Geil. Ach, und ich würde sagen, dass wir dann noch einen separaten Tag ausmachen, um mal die ganzen Fenster zu putzen. Also zusammen. Das kann nicht wöchentlich sein. Nee. Dass wir das mal zusammen machen, so 2-mal. Ich sehe gewisse andere Vorstellungen. Was denn? Ja, von anderen Leuten. Ach so. Jede Woche Fenster putzen. Nee, ganz bestimmt nicht. dass wir dann auch... Leute, wie oft putzt ihr euren Ofen? Ich will erstmal wissen, dass die Leute dazu sagen, wie oft die das machen. Dann sage ich, wie oft wir das machen werden. Hell. Oh, Junge. Ich komme schon so süß, die Rocky macht dabei. Jetzt kannst du es auch mal in dein Video reinschneiden. Ja. Jetzt wisst ihr noch am Anfang, wie die beiden waren. Jetzt sind die einfach so... Ich lieb's. Ich hab dich gerade gegen und Micha so, ich werde ausgeschlossen. Das haben wir uns aber immer gewünscht. Ich hab mir gewünscht, dass sie kuscheln, nicht, dass sie fehlen. Ich hab mir gewünscht, dass sie spielen. Aber kuscheln wären natürlich auch süß. Weißt du, was ich heute gedacht habe, als ich die Couch wieder sauber gemacht habe? Fick dich, erstens. Genau. Und zweitens habe ich gedacht, irgendwann
Kannst du diese Couch übernehmen? Wegen den ganzen Wichsflecken? Ja. Vor Kontext, das sind nicht meine. Das sind Rockies. Ja. Und früher habe ich seinen Arsch so süß gefunden, jetzt nicht mehr. Das ist ja nachher noch hässlich. Ja. Aber es ist ein bisschen besser geworden. Das ist echt schnell nachgewachsen. Bei King machen wir es ja alle 3-4 Monate, deswegen. Aber dann ist er auch wieder komplett. Wir müssen gucken, dass wir Rocky vielleicht sogar auch ein bisschen scheren. Ja. Wegen seinem Nacken. Lass einfach alle scheren. Ja. Alle nur noch Nacktiere. Dann haben wir auch keine Haare mehr. Keine Probleme mehr mit Haaren, Alter. Ich denke, es wäre so witzig, weil Misha sich dann nicht mehr so ausgeschlossen ist als Opfer. Ja. Und dann sehen halt einfach alle hässlich aus. Ja, okay, tschüss. Vergesst nicht, in der Infobox zu schauen wegen Igral. Ladet euch die App auf jeden Fall runter, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Und im nächsten Video, im nächsten Vlog, seht ihr dann die Überraschung. Und ich versuche, alles in meiner Macht Stehende, dass ihr das Video schon morgen seht. Ansonsten dann im Laufe der Woche. Und dann seht ihr, wie ich das Geschenk, also die Überraschung richtig vorbereite und so. Ich meine, es ist im Endeffekt nichts super Besonderes. Es ist ja trotzdem alles sehr simpel und so. Und ich hoffe, die Ballons kommen morgen an. Weil jetzt ist von der Amazon-Bestellung alles angekommen, bis auf die Ballons. Dann werdet ihr sehen, wie ich die ganze Überraschung vorbereite im nächsten Video. Ich habe den ganzen Topferkroschka einfach selber aufgegessen. Fast. Lecker. Lecker. Das war's mit meinem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.